Und damit herzlich willkommen beim Kingston hier mit dem Oberkingston. Wir sind ja mitten am Feiern im Partyzentrum. Und wollen wir jetzt mal schauen. Das Kingston selber ist bei der Arbeit. Caroline auch. Die Kids machen zu Hause Party mit den Gästen. Mit Junior Kingston, mit Caroline Kingston, mit Veronika Stevens und natürlich Bella Grusel. So, da ist auch Bella Grusel schon. Die möchte ein paar Freundschaften nicht, die können ein bisschen mit dem Tag. Ja, genau, plaudert doch mal ein bisschen. Ne? Mal ein bisschen locker unterhalten. Jetzt gucken wir uns das mal hier an, wer hier so was machen möchte. Was ist hier los? Sie möchte einen Witz erzählen. Das können wir natürlich tun. Und zwar können wir mehr Auswahl. Lustig. Ein Nacho-Witz. So, dann haben wir hier die Caroline Stevens. Die holt sich jetzt. Die hat Hunger. Die zieht sich gerade was. Passt. Kingston Junior ist unheimlich gut drauf. Lass mal kurz vorstellen. Die hat ein Problem. Alter, muss einen anrufen. Jetzt nicht mehr Spitze kaufen, schmutzigen Witz erzählen. Das kannst du ja hier machen. Mit dem. Schmutzigen Witz erzählen. Das ist dann wahrscheinlich nicht lustig. Genau, und auf geht's. Ist jemand hier im Pool? Nee, am Pool ist keiner. Alle sind hier schön auf der Couch. So soll's sein. Prima. Ganz großes Kino. So. Mark Junior. Am Spiegel kann Massen schneiden. Auf geht's. Jetzt kommt unsere neue Hausekarte. Die hat heute 216 Steine mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet an ihrem ersten Arbeitstag. Jetzt fühlt sie sich unwohl, deswegen gleich mal schön abhängen. So, dann haben wir hier. Wir haben eine riesen Party hier, du. So richtig. Fernseher läuft, ja, Musik ist am Laufen, die schwingt die ganze Zeit. Jemanden kennenlernen. Naja, gut, dann kannst du dich doch mal hier. Hier ein bisschen rumblöden mit ihr. So, Kingston. Hat's geschafft. Kann sich jetzt wieder. Was ist mit ihr los? Ja, sie hat echte Geschwisterliebe. Jetzt will er einen Witz erzählen. Das kriegen wir hin. Jetzt erzählen wir mal hier einen Witz. Lustig. Hühnerwitz. Ach du, der hat Hunger. Okay, dann sollen wir noch was, dann sollen wir was essen. Was haben wir da? Öffnen? Fünf Tage einen schönen Hamburger, jawohl. Hamburger essen. Ich hoffe, die haben eine Schule gemacht. Das muss ich nur kontrollieren. Wenn sie auf dem Klo ist, im Bett platzieren? Nee, das sieht so aus. Als hätte die ihre Hausaufgabe gemacht. Bei ihr sieht's. Die muss Hausaufgaben machen. Das macht sie auch noch. Und zwar ZZ. Ziemlich zügig, Freunde. Ich will schon wieder einen schmutzigen Witz erzählen hier. Der mehr Auswahl. Lustig. Hey, hallo, wo kommt denn der her? Hat er hier sich abgelegt oder was? Oh, Caroline, völlig fertig. Kann nicht einfach schlafen. Rennt hier in der Susu in der Unterhose rum? Kingston Junior. Muss der, Nee, hat er auch. Okay, dann sagen wir mal so. Dann geht der Kingston mal in sein. In sein Nest. Oh, nachdem er gegessen hat.
Wie schaut es bei dir aus? Du bist auch dann weg. Hat auch noch ein bisschen Energie. Dann soll ich mal hier der Bella Grusel noch einen Witz erzählen. Einen Insider-Witz. Da steht sie mich einfach nur ab. Schiert ab. Sie ist am Hausaufgaben machen und hat ein bisschen Geruch und Hunger. Und wenn die Bude voll ist, ist man wirklich ganz schön am agieren. Hände ja, die schläft schön optimal. Optimal. So, dann haben wir... Was haben wir hier noch? Hausaufgaben fertig. Das ist immer gut. Und ich würde sagen, ich kann es ja auch mal nützlich machen. Aufräumen. Ja. Was ist mit dir los? Jemanden flirten? So, die müssen alle weg. Die Kleine hier müsste auch weg. Und zwar ins Bett. Schlafen. Und es sieht so aus, als würde sie... Ja, ich habe ja zumindest die Anweisung gegeben, was zu tun ist. Okay. Hier ist es so. Die macht die Hausarbeit. Auch gut. Da würde ich sagen... Essen wir noch was? Aber mal was Gescheites. Und zwar haben wir im Angebot ein Omelette, Macaroni, Pfannkuchen, energiereicher Proteinteller. Komm. Iss. Damit sie groß und stark wird. So. Jemanden küssen. Muss nicht auch irgendwann mal. Ab. 10 Stunden. Der hat noch ein bisschen Hunger. Die könnten wir aber auch mal. Ja, komm. Mit der machen wir jetzt mal eine Aktion. Und zwar reißen wir mal. Wir reißen hier was ab. Wo reißen wir hin? In die Bar? Oder in den Park? Um dort ein paar, ja, was wollen wir da im Park? Ein bisschen angeln? Ein bisschen Fisch reinholen? Aber ist eigentlich langweilig jetzt, ne? Dann hätte ich gesagt, Museum Solarfackel. Klingt cool. Da gehen wir mal hin, auf zur Solarfackel. Das klingt irgendwie sehr witzig. Und das schauen wir uns natürlich an. In der Solarfackel. Was es denn da so Schönes gibt. So, hier sind wir in der Solarfackel. Jetzt müssen wir das erstmal im Komplettbau anschauen. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir ein paar Stockwerke runter und verfolgen jetzt mal Bella Grusel. Was? Schlafanzüge? Um sich kümmern. Bonji? Die soll sich um sich kümmern. Kingston kam nach Hause, kümmert immer auch sich um sich. Jetzt wollen wir uns mal voll auf Bella Grusel konzentrieren. Ach, das ist doch hier der Rentnerclub hier, oder? Ja, hier sind alle schön grau. So, was willst du jetzt hier machen? Jemanden umarmen? Kann ich das schon? Ja, nehmen wir gleich die hier. Ja, oh, hier kommt noch eine. Schön im Goldenen. Bella hat die Level 4-Fähigkeit Charisma erreicht. Oh, jetzt, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal richtig jetzt die Birne voll, oder? Das heißt,
Nee, nicht Chips bestellen. Ich will hier ein bisschen Getränke für alle zu bereiten. Ach, das ist ja blöd. Ich wollte eigentlich mal eine Runde ausgeben oder sowas. Getränke für die Gruppe bestellen. Und zwar, welchen bestellen wir denn hier? Feuerbrunst? Auf geht's. Wo Bella ist, da ist von... Oh, was ist denn das für ein Kunde hier? Leo Niesen, hat er ganz schön gepumpt oder was, ha? Im Studio. Er macht den Tim Wiese. Was ist jetzt, eine Frauenrunde oder was? Partylöwin. Was, da muss ich noch... Wie viele Freundschaften brauchen wir denn? 10? Naja, das können wir ja schnell machen. Oh, jetzt kommen die richtig geilen Eisen. Jawohl, das sieht gut aus. Komm, schnapp dir auch so einen Teil. Bella, wo bist du? Wo soll das werden? Okay, kennen die sich schon? Chad Strasse, Gemma Pojos. Wer ist das hier? Oh! Naja, komm, stell dich an mit Nancy Landgrab. Glaive Narza. Ey, für dich war da nicht gedacht. Rentnertreffen. Der Club der Grauhaarigen, nenne ich das Ding. Ja? Der Club der Grauhaarigen. Mein lieber Schwan, was ist denn hier los? Komm hier, vorstellen. Anmachspruch. Ja, die. Immer schön einen wegtrinken. Und gehen die dann hier in die Höhe, oder was? Wenn das Ding ausgetrunken hat. Mando. Macht's denn jetzt? Ja, kipp alles rein. Immer schön einen wegkippen. Wie sieht denn die aus? Ja, da fehlt ein bisschen der Po. Ja, die ist ein bisschen flach hinten. Das kann man von ihr nicht sagen. Die hatten ja auf jeden Fall eine tolle Haube auf. Hier, der Jonas. Nee, der Pancake. Der macht natürlich... macht jetzt hier den Sheriff im Club der grauen Mädels. In die Bucklige. Bucklige, was ist das? Kenn ich die jetzt alle schon? Musst du noch welche kennenlernen können hier? Fröhlich vorstellen. Komm. Kann ich sich nicht vorstellen, der Tante? Doch, hat sie. Sehr gut. Sehr gut. Und dann mal ihr noch freundlich vorstellen oder fröhlich. Und dann müssen wir doch hier den Partylöwen-Erfolg haben, oder? Müssen wir doch dann... Jawohl, ein neuer Meilenstein. Jetzt haben wir hier Partys veranstalten und Gesellschaftsereignisse reisen. Leichte Nummer hat sie auch. Muss ich jetzt hier beide ballern, oder was? An dem Getränk kann man ganz schön ziehen, habe ich den Eindruck. Irgendwie ging der Hunger kurz wieder rund. Das verstehe ich nicht. In 6 Stunden ist er auch wieder schön am Arbeiten, aber ich sage mal, man kann ja hier auf der Couch auch ein Nickerchen machen. Also das ist kein Test. Hier, Tim Wiese. Die sind alle gut drauf. Das ist der Rentnertreff. Die Reste, die nur übrig bleiben. Oh, die hat eine Hose an. Das ist so wirklich. Achso. Was ist mit dir? Machen wir mal hier Kompliment über Aussehen.
Der schwankt. Hier, Hände küssen. Jetzt gehen alle heim, oder was? Es ist früh um drei. Ich würde sagen, der Hunger treibt nicht mehr so sehr, aber dafür treibt was anderes. Jemanden kennenlernen. Ja, nimm mal den Grün hier, den Grünfrosch. Nehmen wir die Punkte auch noch mit. Verdisch. So, was ist denn hier mit der Grauen? Okay, dann gehen wir aufs Klo. Ich glaube, die muss jetzt mal hier schön ein die kann man wie ein Champion Pea spielen, ne? Das trinkt die schon wieder ein. Kann man sich hier eigentlich hier betrinken? Geht das? Warum schaut ihr so ernst hier? Schaut euch die mal an. Das ist doch ein Mann. Alter. So. Die ist ja gefährlich. Au, weh, oh, weh, oh, weh. Da blinkt die Brust. Ach nee, das ist das Glas. Mann, Mann, Mando. Das. Also, wenn der halt nicht Abstand. Inga. Oh, jetzt holen die Frau ab, oder? Nee, Marie Löhre. Tribs. Eva. Brabna. Da habe ich, glaube ich, schon ein Problem, weil das sieht hier so aus. Ist, okay. Nicht gerade ihre Freundin. Aber macht ja nichts, jetzt gehen wir schön ein. Jawohl. Na? Und? Besser, oder? Okay, ja, wir lassen sie allein. Komm. Die kommt schon wieder. Und nun hätte ich gesagt. Jetzt hat sie auch noch Hunger. Die könnte hier dann. Nee, die geht jetzt heim. Die macht jetzt sich nach Hause. Nee, was will ich denn? Was mache ich? Sekunde, zurück nach Hause. Und dann schön ablegen, weil zu Hause ist wahrscheinlich wieder der. Geht wahrscheinlich wieder der Punk ab. Vermute ich. Ja. Wir sehen natürlich jetzt nicht, was sie genau machen. Die anderen Lords hier um sich kümmern. Alle kümmern sich um sich. Pam, pam, pam. Gucken wir mal, wie der aktuelle Stand ist. Ich sag mal so, sie hatten eine lockere Unterhaltung hier drin gehabt. Waren ein paar nette Gespräche dabei. Ja. Im Club der Grauhaarigen. Und weil was anderes war es ja nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist, warum die hier alle ergrauen. Bella ist ja noch nicht so weit, dass sie ergraut. Deswegen hebt sie sich da ein bisschen ab von ihrer Haarfarbe. Und wir schauen jetzt einfach mal, was at home los ist im Partyzentrum der Nacht. Wenn die Launen abgeschlossen sind und die Zufriedenheitspunkte da sind. So, ich würde das Intro, da sind wir auch schon. Sie steht vom Eingang und wir gehen gleich ein Stockwerk höher. Und dann soll sie immer noch schnell pennen, oder? 4 Stunden ist soweit. Hier hinten ist ganz schön Alarm. Die Kinder sind wach. Spazieren oben rum. Wo ist der Kingston? Nee, oder? Hat sie ins Kinderzimmer geschlichen und da abgelegt? Unfassbar. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie er wieder dort erwacht, was da los ist, was da seine Familie dazu sagt, dass er sich hier hinten einfach ablegt. Kaum zu glauben. Das ist kaum zu glauben, dass du überhaupt da reinpasst. Aber gut. Bis dahin, bleibt schön sauber. Ciao, ciao, euer Kingston.